Ja, meine Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für Deutschland. Wir haben es geschafft, das Klimaziel, was die Bundeskanzlerin und das Kabinett im Dezember letzten Jahres gesetzt hat, einzuhalten. Wir werden 22 Millionen zusätzliches CO2 einsparen. Das ist gut so. Wir haben es aber so geschafft, dass wir dabei auch noch dafür gesorgt haben, dass nicht eine Region oder eine Branche Schaden nimmt, so Schaden nimmt, dass sie schließen müssen. Wir haben die Braunkohleabgabe, die geplant war, in eine vernünftige andere Umlage abgewandelt und sind jetzt auf einem guten Weg, sowohl die Ziele zu erreichen, wie auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass in Deutschland keine Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist für mich eine sehr erfreuliche Sache. Wir gehen auch davon aus, dass die Maßnahme, die wir ergriffen haben, durch KWK, durch eine Kapazitätsreserve, durch Energieeffizienz, dazu führen werden, dass wir wesentlich preiswerter davonkommen, als es bei der Kohleabgabe der Fall gewesen wäre. Gleichzeitig nutzen wir eine nationale Energieressource und schaffen damit erheblich mehr Versorgungssicherheit für Deutschland. Das ist notwendig, denn die volatile Einspeisung von Wind und Sonne, worauf wir nun keinen Einfluss haben, die führt am Ende des Tages dazu, dass wir ständig noch Kapazitätsreserven brauchen, vor allen Dingen dann, wenn vermehrt die Kernkraftwerke vom Netz gehen. Gleichzeitig haben wir dafür gesorgt, dass auch der Netzausbau vorankommt. Und das ist auch gut so, denn es muss jetzt schnell gehen. Wir müssen schnell die Netze so ausbauen, dass wir Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren können. Auch auf da, in diesem Bereich, sind wir auf einem guten Weg. Also ein guter Tag für Deutschland, ein guter Tag fürs Klima und auch fürs Portemonnaie der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, meine Damen, meine Herren, das Gespräch der Parteivorsitzenden hat an drei Stellen einen Paradigmenwechsel gebracht, und zwar an drei ganz wichtigen Stellen. Zum einen bei der Frage Erdverkabelung vorrangig vor Netzen. Das ist etwas vor Freileitung, das ist etwas ganz Besonderes. Dieser Paradigmenwechsel wird dazu führen, dass die Akzeptanz maßgeblich wächst, und wir müssen bei der Kostendiskussion vergleichen Leitungen, die gebaut werden, mit Leitungen, die nicht gebaut werden. Also wir müssen uns ganz genau anschauen, was hätte es gekostet, wenn wir dieses Akzeptanzplus nicht gehabt hätten. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind gekommen von Versorgungswahrscheinlichkeit in Richtung Versorgungssicherheit. Das ist für mich entscheidend, als jemand, der aus dem Süden dieser Republik kommt. Das, was hier beschlossen wird, macht mich optimistisch, dass wir auch Süddeutschland angemessen und gut mit Strom versorgen können. Das ist für die Industrie in Deutschland ganz, ganz entscheidend. Und der dritte Paradigmenwechsel ist einer im Bereich der energetischen Gebäudesanierung. Da haben manche schon gesagt, dieses Thema sei vom Tisch. Es ist wieder tagesaktuell auf dem Tisch, und ich gehe davon aus, dass jetzt auch die Ministerpräsidenten den Weisungen der Parteivorsitzenden angemessen folgen werden.